Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich spiele heute wieder mit meinem Bro Erik. Hallo. Heute spielen wir in Ontario. Nein, in Wir spielen in Salzburg, Salzburg. Entschuldigung, in Salzburg. Mann, Ich bin wir heute ein haben noch bisschen. ey. Wir haben gerade ein bisschen Heckmeck gehabt, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Wir haben gerade eine halbe Stunde lang geklärt, wer jetzt auswärts ist in Ja. der Heim. Wir hätten uns fast geprügelt. Ja. So fast nach nach Thüringen, sage ich schon, nach Ja, ne? er war fast Fuß noch die Rückgänger. Richtig. Ach, Tirol, stimmt, ja. Mit Fahrrad. Ja. Ganz Mit schnell Fuß vom meistens Kaffee. nicht. Ah, jetzt geht's auf. Nicht von KW. KW. Also KW, also das will ich nicht nochmal hören hier. Ebel gegen die Ontario. AHL. Und die AHL. Oh. Ich will mal überlegen, vielleicht den da nach München zu holen. Bei Erik leckt's wieder. Bei mir leckt's immer. Ich hab halt einen Leck in der PlayStation. Der war echt gut. Das war der Gomez im Eishockey. Oh, Ah, danke. lass ihn wieder liegen, die Scheißbuck. Er hat auch Gefühle, der Puck. Ja. Hau mal Puck, Was? weil Scheiß Spiel. der wer auf einem draufkaut. Louis hasst das Spiel. Irgendwann wird es uns einen Horrorfilm geben, die Rache der Pucks. Die Rache der Pucks. TJ Hensick. Und hast du in Frankreich den Deadpool geschaut auf Französisch? Deadpool, ne. Oh, ein Kumpel hat den auf Französisch geguckt. Mit okay. deutschen Untertiteln. Alter, jetzt stellt mich ein zweiter Kumpel in eine Party ein. Ey. Alter, ich raste aus. Ey, jetzt ist es nicht mehr Leon, sondern Robin. Ich fasse es nicht. Sonst laden die mich nie in eine Party ein. Kim, Rainbow Six Mann, ey. spielen. Ja, das ist genau das wollen die wirklich alle. Das musst du erstmal nach der Aufnahme schreiben. Oh, ey. Immer wenn dein Spieler hinfällt, gucke ich immer nach oben links, ob da verzögerte Strafe steht. Das ist schlechte Gewissen, gell? Ja. Und zum Glück kommt es fast nie. Da freue ich mich wieder. Ah, ja, Upside. Shit. Der wird halt nur anders gespielt in Salzburg, gell? Was ist? Das Bier auch härter als wie in Ontario. Achso. Oh, geprankt. Ist er ein Backhand-Shot? Ja, easy. Nein! Nein! Ah, verdammt, da ist es langsam. Oh. Oh! Also ich würde wirklich mal... Danke für den Leck. Oh! Ja. Der Leck hat mir, glaube ich, ein bisschen geholfen. Fangt er schon wieder gut, oh. Genauso wie gegen Berlin. Da haben die Bullen halt einfach keine Chance. Irgendwann wird der Erik dann allein die Abonnentenliga führen, weil ich schon draus bin. Alter, oh mein Gott, stell dir mal vor, so nur mehr seine Teams sind.
Genau, nur noch meine Teams. In der Liga. Und Straubing. Ja. Ich bin dann nur mehr aus Moderato. Genau, da bist du nur noch Kommentator. Da ist er von mir und Dings die Spiele kommentieren. Ja. Ja, Mann. So, jetzt will ich zwei Tore aufholen. Warte, es ist ja noch nicht vorbei. Ich bin noch im Rausch. Wenn noch mehr Tore wäre, Leo, du aufholen solltest. Könnte es ein bisschen dringend sein. Zack. Und zack und zack. Oh, oh. Die Pull-Up-Bälle sind immer am schwierigsten. Ich war ja mal im Fußball. Oh. Ich wollte ich noch abwarten. Ja, du warst am Fußball im Tor. Ja. Und da waren die Kullerbälle die schwersten Bälle, weil man denkt immer so, fuck, der schießt jetzt volle Kanne rauf und dann kommt da so ein Kullerball an und du bist schon gesprungen, denkst du so, scheiße, nein. Und dann kommt er so unter dich richtig lahmarschig durch. Das mit dem Torwart, mit den Deutschen, da wo es dort das Liverpool-Spiel vergeigt ja. Ja, ja, ja. Hat, Gehirnerschütterung, deswegen hat er dann eine Augenstörung gehabt. Ja, aber trotzdem. Trotzdem hat er nicht nur alleine Spiele entschieden. Also, nein, guck mal, Liverpool zum Beispiel, der, also er hat zwar schon die beiden Tore verursacht. Was? Das war keine Strafe. Also er hat schon die zwei Tore verursacht, aber Liverpool hat halt nichts mehr nach vorne gemacht dann. Ich hab halt fast die hatten gar keine Chancen mehr dann. Danach. Ich hab die Spiele nicht gesehen, ich hab nur die zwei Potzer haben es am Fernsehen bei uns immer und immer wieder herzagt, wo ich mir denkt habe, mein Gott, na. Reiz doch nicht so drei auf den Menschen. Ja, ja. Und dann am nächsten Tag Morddrohungen, in dem Licht. Oh Gott, das will. So ein junger Torwart noch. So ein junger Mensch. Nur weil er zwei Fehler gemacht hat, mal. Der hat noch nie Champions League oder so gespielt und dann spielt er Champions League Finale. Und ja, und dann ja. Ja. Nein! Oh fuck, nein! Alter, nein! Ich hasse das Spiel, ich schieße mich, das ist wieder nur gekauft. Wir lassen uns nichts gefallen von die Amis in Salzburg. Jetzt hätte ich fast die ruhig gesagt. Die Tiroler Repuls. Jetzt muss er als Kämmer über zwei Tor. Nein! Nein! Da! Nein! Was? Nein! Warum ist mein Tor so frei? Ich hasse dich, ey. Jetzt hat er in der ersten Runde so oft gewungen. Und mach's immer noch. Nein! Alter, Ausgleich! Ausgleich! Nein! Oh! Ey, schön mit dem Gesicht abgefangen, ey. Im Flug mit dem Gesicht gebremst. Ja. Kontrolle gesteckt. Ja, gerade ein Tor hinten noch. Das müsste sich schon ausgehen. Es wird doch wohl möglich sein, die zu besiegen. Finde ich auch. Die Salzburger sind, glaube ich, nicht so stark. Ja, von den Werte her sind sie ja ziemlich gleich gewesen. Mag ich weiterdrucken? Ich war ab weiter gedrückt. Okay.
Ich bin immer der Erste, der weiter drückt. Ah, okay, gut. Ich baue da gerade ein bisschen, falls du was trinken wächst, was essen wächst, dir eine neue Strategie nee. Überlegen wächst. Mach ich einfach mit im Spiel, ist ja jetzt eh nicht so anstrengend gegen dich. Dieses Bulli habe ich gerade ohne Hände gewonnen. Der sagt schon einiges. Und nein, natürlich habe ich es nicht ohne Hände gewonnen. Da bin ich reingesweatet. Mann! Weg! Ah! Alter, es leckt, Mann! Warum leckt es auf einmal? Es hat nie geleckt. Meine Mutter hat bestimmt irgendwas am Internet gemacht, während ich in Frankreich war. Ja. Jetzt hat es schlechtert. Sie hat die Glasfaser rausgerissen. Mann, nein! Nein! Geh weg! Ja, komm jetzt! Jetzt ein Hammerding da raushauen! Salzburg muss die Niederlage gegen München rausreißen jetzt hat. Ja. Zack. Zack. Mann! Nein! Wo war ich denn Scheiße? Spring über den Puck drüber! Hoppala! Da steht ja einer. Was ist? First off, if your stick is on the ice, you're not going to get a penalty, but you can't carry it around like a weapon. There is hope with every man advantage, even if your percentage is poor. Are you listening? Wird es der zweite Sieg? Beziehungsweise die zweite Liga und Niederlage für Red Bull. Ey, der Torwart von Salzburg ist total gut, Mann. Ja. Den würde ich mir bei den Eisbären wünschen. Red Bull verleiht Flügel. Aber nur dem vom Spiel. Ich weiß ja nicht, wie gut der denn echt ist. Ich war ja die erste Eishockey-Liga, oder? Ja, bin ich zufällig. Ein zufälliger Spüler, den ich daheim bin. Okay. Und also hast du mal ein Spiel gesehen von Salzburg? Wo es gegen Bozen verloren haben. Ist Bozen nicht Meister geworden oder wer war das? Ja. Okay. Aber da hat der Bozen der Torwart auch besser gehalten, als wie ich mit Bozen gespielt habe. Stimmt. Ja. Naja. Kommt noch. Rückspiel. Rückspiel stärker wie sich. Oh, danke. Aber gar nicht mal so gut, der Pass. Ja, auch nicht. Wie viel Zeit haben wir noch in dem Drittel hier? Ah, 3 Minuten. 3 Minuten, 3 Tore.
Mann! Mann! Ich habe die Taste nicht gedrückt, um diesen Scheißpunkt wegzudrücken. Ich habe auf Schießen gedrückt, auf Schießen! Sagt nicht auf Puck wegdrücken. Jetzt komm, renn durch da. Was? Mann, ich hasse dein Tor wieder. Ich liebe ihn. Ich verpflichte den. Für aber wenigstens die Spieler mehr Tor machen dann. Ich verpflichte dir ein Tor wieder. Okay. Was zu essen? Hä? Was soll's denn an der Ablöse? Die beste Ablöse der Welt, ein Eisbärenschal. Aha, ja. Gibst du da was dazu? Ein Eisbärenpuck. ein Eisbärenpuck. Bei den Playoffs 2018. Ja, hab seinen eigenen zweiten Puck gemacht, oder? Mhm. Weißt du, was ich mir in der NHL noch wünschen würde? Mehr Stimmung. Bei den Zuschauern, ein paar Gesänge oder so. Ihm ist so langweilig. Bah, verdammt. Das war knapp. Du hast du schon mal NHL Streets angespielt? Nein. Da ist die Stimmung richtig geil, da macht auch der Kommentator so richtig Stimmung. Wenn es in einem richtigen Spiel gehen würde, also hier in einem richtigen Dings, würde es mir viel mehr Spaß machen als so, weil so ist halt einfach gar keine Stimmung da. Das ist ab und zu mal so ein Oh ja. Wenn die Heimmannschaft ein Tor schießt, dann ist ja nicht mehr richtig stimmig dann. Score! Okay. Du wirst einmal den Kommentator anlosen, der was bei Südtirol kommentiert. Der redet zwar Italienisch, gell, aber du meinst jeden Augenblick fällt er da. Okay. Warum redet der Italienisch? Ja, weil Südtirol ja auf italienischem Stadtgebiet liegt. Achso. Und da ist die Amtssprache Deutsch und Italienisch. Kannst du auch Italienisch sprechen? Ja, aber nicht viel, gerade so, dass ich was zum Essen kriege und... Pizza. Ja, also ich kann jetzt... Pizza auf Italienisch. Pizza, Pasta. Buino. Ferrari, Lamborghini. Das sind so die einzigen Kombinationen. Sachen, die ich kann. Ich komme schon ein bisschen unterhalten. Also es liegt gut unterhalten, aber ein bisschen komisch unterhalten. Lamborghini, Ferrari, Lamborghini, ja. Pizza, Pasta. Ah ne, tut mir leid, ich hatte einen Grammatikfehler. Ferrari, Lamborghini, Pasta, Pizza. Und der war nicht schlecht. Jetzt lauf wieder Fu! Weg. Zack. Ontario's in possession as they travel the boards. Alter! Ich habe auf Schießen gedrückt dreimal! Was heißt gedrückt? Gestickt. Mann! Das gibt's doch nicht! Mann! Alter! Oh! Da hat jemand meine Taktik angewendet. Einfach sich in den Weg legen.
wie ein dreckiger, wie ein schmieriger, ein Wildleger. Oh! Ich will mal sehen nachher, wie viel Torschüsse ich habe. Oh shit. Ja. Ah. Null. Okay, ich glaube, es gibt das Penalty für dich. Ja, scheiße. Okay, es war eine Notbremse, sagen wir mal so. Ach, es war vielleicht ein bisschen lappig. Genau das, was in die Crew. Weil ich sowieso vorne lege. Na, spiele ich jetzt den Torwart selber? Ich hoffe mal. Ah ja, bin ich. Komm, dann lass ich das Tor. Was soll ich richtig machen? Du hast nicht geantwortet. Ja, ich hab mich so konzentriert jetzt auf das, dass ich das gar nicht wahrgenommen hab, was du gesagt hast. Na toll. Ich bin sogar nach rechts extra gegangen, weil ich gedacht habe, du schießt nach links rein. Du gehst ja auch nach rechts, hab ich mir gedacht, so, na toll. Oh Mann, es tut mir gerade richtig leid, dass ich diesen Penalty gemacht habe. Das war richtig lappig. Das war richtig pussyhaft. Da kann das uns ja gerade was unterstützen, dass wir uns was ausmachen, wer gewinnt und wer verliert. Also 19 Schüsse zu 6. Und ich habe erst 3 Tore daraus. Du hast eine bessere Treffgenauigkeit. Oh! Ah! Schade. Wollte ich mal mit dem Krieg versuchen. Mit was Skill. Was ist ein Krieg? Ein Krieg? Ein Krieg. UC bisschen zwar besser. Ja, im aber nicht in der NHL. Aber da los, ja. Ich würde sagen, ich habe einfach nur viel Knüppel eingeprügelt. Aber bei der UFC, wenn ich einen Kampf verliere, lass ihn da stehen, schon. Ich kann da nur mehr auf Neustarter und dann rausschneiden. Aber dann war ich ein Cheater, schon. Naja. Boah, ich kann nicht mehr nach dem Fight, ey. Ich bin zu Hause so K.O. gerade. Ich brauche mein Sauerstoffzelt. Nein! Ah, tschüss ihn! Also, ich kann mich nicht beschweren. Es liegt 3-1 vorne. Sorry. Ja, jetzt lass ihn da wieder liegen. Und den wollte ich gar nicht machen, aber okay. Hast du mal eine Chance bei mir vom Tor? Icing. I don't know if he's gonna make a save much easier than that one. He's in good position. It's a rather routine stop. Alter, der Torwart, Mann! Ach, mit dem Champions Hockey League Trikot spielt ja der feine Herr. Ja, weil sonst hätte die Gast nehmen müssen. Ach so. Deswegen. Hallo. Ja, geht keiner zu. Down
Ich hasse dieses Eis. Wenn du es jetzt in 1,2 Sekunden zwei Tore schaffst aufzuholen, bist du Meister. Ja. Dann gebe ich auf. Dann bist du sofort deutscher Meister. Ich lasse sogar das Bulli. Jetzt nicht mal auf die Statistik gucken. Schüsse insgesamt 24 zu 6, ach du Scheiße. Check 17 zu 0. Zeit in Offensive 7 Minuten 53, 3 Minuten 40. Pässe im Prozent hast du mehr. Oh, ist 8 Minuten hab ich mehr. Powerplay Minuten. Budi ist natürlich wieder ich. Ja. Und guck dir doch die 3 Stars an, bitte. Ja, brauch ich gleich. Und guck dir bitte an, auch von welchem Team sie sind. Die Boss. Diesmal ist ah, ein Tor, ein doch, Tor, ein Tor. Ich werd doch wohl wohl der Quinger. Ich glaube, es kommt wirklich nur, dass alle meine Teams da drin sind. Und keins mehr von dir. Der Mittler, der schaut ganz aus wie der Kahun im ersten Blick. Der Auger geht leicht zum Aussprechen, der Roy, aber... Rotiniski ist sicher Russe. Glaube ich auch. Oder ein Pole. Oder ein Pole. Was von beiden. Wissen was von beiden, genau. Na gut, meine Freunde, ich hoffe, dass ihr wieder was zum Lachen gehabt habt. Schaltet jetzt beim nächsten Mal rein, wenn es heißt, HB verliert gegen Erik. Ich werde es mir dann, sobald das die Playoffs sind, nur mehr als Kommentator hören. Der Erik spielt dann gegen seine Mannschaften alleine. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann das und das Video schaust. Und wir verabschieden uns in diesem Sinne. Servus! Tschüss!